Okay, wir machen wieder weiter bei Secret of Mana im Hardmode. Komm, 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 komm. Ich weiß, dass du da bist. Aufstehen. Was? Ah, hallo, na? So. Oh, das wollte ich nicht. Ja, ich weiß, es ist gerade 18 Uhr, das ist nicht deine Zeit. Normalerweise wirst du jetzt gerade erst wach, aber... Das stimmt. Ich wusste nicht, dass ich diese grünen Fackeln als Charset im RPG Maker habe. Also haben sie den Schmieder geklaut? Mhm, krass, ne? Ja, krass. Okay, wir müssen zum Elfenteich, weil der Mana-Samen geklaut wurde. Und erst danach können wir den vier Jahreszeiten bald. Hab ich mich wohl... Ich dachte, du hast auch Mana-Samen. Ja, ne, das ist ein Mann... Achtung, Rache. Guck mal, das ist ein Mannessamen, nicht Mana-Samen. Hast du gehört, wie ich sie vernichtet habe? Da, hast du gesehen? Hatte den Ballon. Moment, ich lade mich auf. Ja, okay, dann mach kaputt. Bam. Wow. Was fürchte mein Damage? Dann gucken hier. Runter, ne? Ja, genau. Ups. War, wie ich dich gerettet habe. Danke. Eben. Vielen Dank, dass du mich von den ersten Gegnern im Spiel gerettet hast. Hier, ich hab dich gerettet. Wir sind schon einmal gestorben bei einem Pogo-Push. Ich möchte dich dann gerne daran erinnern. Ja. Bitte erinnere mich dann nicht mehr daran. Ich könnte so mit dem Ellenbogen drauf zeigen. Jesse, richtig. Richtig. Verdammt nochmal, Jesse, was soll das? So, zack. Da. Kannst du ihn bitte nicht wegschieben? Der ist so behämmert. Hallo! Meine Fresse! Ich glaube, das Spiel ist, wenn man es alleine durchspielt, voll viel unlustiger, als wenn man es zu dritt spielt. Das geht so, ne? Toll. Wir waren schon richtig, Mann. Ich bin einfach den falschen Weg gelaufen. Ach, egal. Dafür gibt's... Hä? Wir müssen wieder zum Elfenteich hoch. Wieso? Ja, weil der Mana-Samen da ist. Ach so, gibt's eine Janschelle? Was? Eine Janschelle? Ja. Die ist ja nicht effektiv. Oh. Die geht immer daneben, ist wie Platscher. Jesse halt. So. So. Das ist der reinste Speedrun hier, guck mal. Zack. Wusstet ihr, dass wir schneller sind, obwohl ich dabei bin, als bei... deinem Erstrun und das liegt nicht an Ja, Moment. Ich habe aber da auch jeweils 5 Minuten weniger. Nein, das gilt ja nicht. Ja. Ich glaube, wir hätten Mana Hardcore als Let's Race machen sollen. Das wäre lustig geworden. Und das obwohl du damals ja noch einen Speedrun gemacht hast. Ja, ich habe mich einmal versprochen. Das hältst du mir ewig vor. Warte mal ab. Ja. Ach ja, wie das mit Versprechern so ist, ne? Ich mach's halt Secret of Mana den Mega Hard Mode. Da gibt's dann gar keine Magie. Du hast, wie gesagt, das ist ja aus dem Kontext gerissen, das ist ja nicht ganz gerecht. Hab ich was mit Gerechtigkeit am Hut? Ja. Nein. Polizist. Was? Du bist Polizist, natürlich hast du was. Ja, klar. Mit. Ich bin aber nur Hobbypolizist. Ja, das zählt. Eigentlich schon, ne? So. Vielleicht kommt noch ein Endgegner. Verstehe ich nicht. Den hatte ich ein wenig schwieriger im Hinterkopf. Aber ich meine, wir haben 4 Walnüsse, die. Walnüsse gab es übrigens auch hier in der. Wirklich 4 Nüsse. Walnüsse. Die sind wohl eher Erdnüsse. So, schauen wir schnell speichern. Sache, Leute. Ja, klar, natürlich. Eine Nacht kostet viel zu teuer. Mach das bitte nicht. Warum machst du das? Weil ich El Bonzo bin und mit dem Geld nur so um mich werfe. Dreimal? Nein, aber ich habe für 3 Leute bezahlt. Ist wie im richtigen Leben. Was sagen die Leute auch? Dafür kannst du mit mir in ein Hotel gehen. Ja, aber nur wenn ich bezahlen darf. Welchem Level sind wir? Ich weiß nicht, 20 rum? Ich weiß echt nicht, befinden. Ja, oh! Doch, die verguckt. 35. 25, ja. 25. Ja. Dann sind wir schon fast Götter. Weil in einem Part habe ich mal auf Level 17 gesagt, ich bin ein Halbgott. Das stimmt. Oder das war. Ja, das stimmt, die ist in diesem Loch. Meine Fresse, hier, Victor. Die Seele unten wollen wir jetzt im Lama-Tempel überfallen. Ich geh in den Tempel, du kommst nicht um die Liebe. Diebe. Ups. Ja, vorsichtig, du weißt nicht, was ich erwartet. Das stimmt. Deshalb gehen wir da jetzt hin. Was zum Teufel? Ja, wir sind schon da. Wisst ihr, hier gibt's aber sonst, glaube ich, nichts. Boah. Ich glaube, hier oben gibt's auch nichts. Genau. Ach, kommt doch dieser kleine Spaten da, dieser Robocop da. Der Thrillboy? Ja. Ich mach's auf. Ich glaube, hier ist ein Peitschenorb drin. Nein. Doch. Ich find's geil. Meine Damen und Herren, was eine geile Sau. Da ist er! Der Mana-Samen liegt vor uns. Was? Ist hier nur ein hässlichen Blonden? Ach so, davor, okay. Der Mana-Samen des Wassers. Seid ihr hier reingekommen? Das werden wir bereuen. Sind das Battletoads? Ja. Und hier kommt, du darfst ein Boss-Spiel reden. Ist eine Frau? Ja, die hat ein Bikini an. Ich glaube, also schon. Ihr wollt wissen, wozu die den Mana-Samen brauchen? Das wissen wir doch. Nicht wir. Wir brauchen den Samen.
damit ich endlich, ich meine, unseren Superroboter in Gang bringen kann. Wir nennen ihn Superroboter. Genau. Schalte ihn an. Genau, ja, Sir. Was? Wie Sir? Ja, das ist halt Transe. Oh. Also ich glaube, der war gar nicht so leicht. Ich bin mir nicht 100% sicher. Hat gar keine Gebärmutter. Erzählt uns, schaltet uns Scrabble ein. Ich finde keine Antwort darauf. Ah, was war das? Zu viel Energie. Er ist außer Kontrolle. Entfernt den Samen. Nutzt die Mordenergie. So. Ich glaube, Magie ist bei ihm nicht wirklich effektiv. Wir können es mal ausprobieren. Also es wird natürlich schon... Was hast du denn gesagt? Bist du leise? Du könntest mal da vielleicht nicht direkt neben ihm stehen. Ich heile mich. Ja, du bist trotzdem leise. Du musst näher dein... Noch näher? Also hallo, na? Ich kann mich jetzt selber. Ja, dann mach. Ja. Mir dauert alles fünfmal so lang. So. Also gut, das ist wie vermutet. Allzu viel Schaden macht das nicht. Jetzt kommt er schnell weg. Bam, wie ich ihn auch auf die Fresse haue. Oh, das ist gut. Das macht doch einiges an Schaden. Sollte also machbar sein. Zu erkennen, wie viel Energie er noch hat, kann man, wenn er nachher nur noch auf einem... ja, ist aber gut. Wenn er auf einem Rad fährt, dann dreht er sein... Fährt er ein Rad, ja. Dann ist er seinem Tod schon ein Stückchen näher gekommen. Ja, ach, das ist ja gar kein Problem. Komm, den Rest machen wir ohne Magie. Ich hab nicht viel Schaden gemacht, weil ich gut bin. Fuck! Renn bist du bitte nicht in den Reihen. Stirbst du bitte mal nicht? Das kannst du nicht, wenn du ein Schwein bist. Ein Zappler. Was? Ja, brauchst du nicht. Lauf einfach weg und dann heilst du uns alle. Okay. Einfach weglaufen. Lauf weg! Nicht zu ihm hin! Dann hilf mir mal. Jetzt kannst du doch. Zack. Das ist jedes Mal wieder ein Abenteuer. Guck mal, Jessie ist abgekackt. Nein. Hä? Wieso lebt jetzt! Ah! Halt nochmal! Ja, weil du geheilt hast, bevor sie gestorben ist, quasi. Du hättest uns alle heilen können. Aber das wollte ich nicht. Ach so. Jetzt bin ich ein Schwein. Lauf weg! Genau. Jetzt kannst du uns wieder alle heilen und ich mach meine Zigarette an. Hast du eigentlich die Uhr gestartet? Wo ist meine Zigarette? Oder Hilfe! Die Uhr gestartet. Haha. Oh. Ach. Guck mal, Jessie ist gezappelt. Jessie ist tot, guck mal. Ich auch. Ja. Ich lebe euch nicht. Findest du das so? Ich hab keinen Bock auf euch. Was ist ohne euch kaputt? Möchtest du leben? Nein. Traum ich nicht. Denn jetzt lebe ich sowieso. Ich wollte nur, dass du die Erfahrung nicht kriegst. Ja, ich weiß. Ich wollte ja nicht. Ich weiß. Ich stinkt. Und weiter geht's. Wieso geht's eigentlich immer weiter? Warum geht's nicht mal zurück? Es geht immer weiter. Auch wann kommt denn nicht der Plasma-Beißer? Oh, das dauert noch länger. Wir sehen uns später. Samen bekommen. Komm, wir bringen jetzt mal Wasserpalast. Ja, machen wir später. Moment. Achso, Moment, ich glaube. Nee, oder? Ja, dann ist schon weg. Okay, dann müssen wir hier später hin. Weil. Du. Hier gibt's noch ein Item für uns später. Wie oft? Einmal. Oh, komm, ey. Dass man jedes Mal für die NPCs mitdenken muss. Ich bin auch ein NPC. Guck. Ich weiß nicht, wieso Mana mit unter diese Lex hat. Ich weiß das echt nicht. Keine Ahnung. Ja, klar, speichern. So, wir können unsere Peitsche verbessern gehen und unseren Speer. Und dann kommt Speer. Wir kommen aber echt gut durch. Hätte ich nicht gedacht. Wie meinst du das? Nee, ich weiß nicht. Hier. Speer haben wir jetzt einen Eisenspeer. Und. Drechflegel, oder? Nein, eine Wurmpeitsche. Was kannst du eigentlich? War das nicht mal im Kindergarten dein Spitzname, Wurmpeitsche? Nein, Drechflegel ist eine Attacke von Carpador. Ja. Oder von Mogelbaum. Mogelbaum? Mhm, kann auch Drechflegel. Mogel. Wie viele Attacken kann Carpador? Fun Fact, los, weiß, sag. Drei. Was, zwei? Drei.
vollkommen korrekt. Natürlich. Du bist kein Noob mehr. Ich bin aufgestiegen. Du bist jetzt von Noob zu Megapro aufgestiegen. Geil. Er kann nämlich Drechtlinge, Tackle und Platscher. Das ist vollkommen korrekt. Welcher Attacker davon lernt er als letztes? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist Drechtlinge in der roten blauen Edition, also in der ersten Generation, noch nicht vorhanden. Da kann er nämlich nur Platscher und Tackle. Das ist doch viel korrekter. Jetzt bist du nämlich aber wieder runtergestuft worden, weil das wollte ich gar nicht wissen. Achso, hä, ja, dann jetzt. Das habe ich nicht gefragt. Nee, jetzt bist du leider wieder zum Loop degradiert worden. Mir schon leid, bisschen jetzt. Ist mir jetzt wieder, warum müssen wir der Aquaria nicht mal ihren Arsch nachtragen? Hätte ich die nicht selber holen können? Wieso läufst du eigentlich jedes Mal in die Pflanze, obwohl du genau weißt, dass sie da ist? Ich weiß nicht. Ach ja, ich muss mich noch rächen. Ja, ja, mach schon mal. Ja, dann geh doch. Ich bin schon dabei. Das hat mich schon, ich bin schon wieder da. Ich bin schon fertig. Das hast du dann gemacht. Genau, wir hatten eigentlich einen kurzen Schnitt. Irgendwann mache ich das. Dann lasse ich dich hier einfach eine halbe Stunde alleine. Dann kannst du die ganze Zeit hier den Bildschirm verlassen und wieder reinlaufen und kannst dir die komische Pflanze verkloppen. Für jeden Treffer, den sie mir zugefügt, muss sie einmal sterben. Oh Gott, so viel. Ja, das können wir da eh nicht in ein Video packen. So. Irgendwann sind wir auch so stark, dass sie mir null Schaden macht oder mich nicht mehr trifft, dann... Sie hat dir zwei Schaden gemacht, das ist lustig genug. Ah, oh, hä? Was ist denn hier los? Hey, die Mongos sind los. Hey, Moment. Vielleicht... Hä? Also ich weiß, dass jetzt hier irgendwas ist. Jetzt sind die auch Gegner. Achtung, Poseidonkröten. Achtung, die sind stark. Tun weh. Sind Poseidonkröten, die so heißen wie Poseidon? Was? Guck mal hier, guck mal da unten. Der hat einen Ballon. Von Mickey Maus, guck mal. Der ist ja dumm. Oh. Hey, guck mal, ich wurde als Sport geschlagen. Guck mal, ich bin jetzt mächtig. Und was sagst du dazu? Total genial. Wie stolz bist du jetzt auf mich? Schon fast ein wenig. Ich bin auch stolz, dein Schöpfer zu sein. So, Achtung. Jetzt. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Kommt der Plasmabeißer? Nein, der kommt noch nicht. Hier können wir nicht drauf, glaube ich. Der Plasmabeißer kommt hier? Ja, der ist hier auf jeden Fall irgendwo. Aber ich glaube, der kommt noch nicht. Aquaria! Fritz, schnell weg! Franz hat mich gefangen. Oh, Markus, ja. Passt ja. Wen haben wir denn da? Okay, Leute. Wen haben wir denn da? Ich bin Markus von Imperium. Gib mir sofort den Samen oder Aquaria muss sterben. Nein! Tut doch nicht. So, dann kannst du haben. Guter Junge. Gut gemacht. Endlich haben wir den Samen. Jetzt können wir die Siegel brechen. Das Siegel? Das war's hier nicht. Soll ich euch etwas Lustiges erzählen? Also, da war ein Mann, der ging über die Straße. Hier, Jabberwocki. Ihr werdet jetzt sterben. Hahaha, Jabberwocki. Okay. Ich glaube, der ist anfällig gegen Juwelenregen oder eine Schlammbombe. Juwelenregen gibt eine Attacke von Stermi. Stermi? Von Stami. 145, mal gucken. Wie heißt sie ähnlich? So, mal gucken, wie viel das abzieht. Ah ja, alles klar. Jabberwocki ist auch kein Problem. Doch, für mich schon, weil ich mich doof anstelle. Gott, Alter, wir sind weitaus über dem Level, als wir hätten sein sollen. Das ist hier, wir können die echt durchrushen. Der ist bestimmt schon tot, jetzt pass mal auf. Na gut, nein, passt. Ich werde ihn umbringen. Guck hier. Bam! Verdammt. Lern mal Damage machen, Mann. Hier, ich hab grad mehr Schaden gemacht als du, das ist dir klar, ne? Ja, hättest du wohl gerne. Mal, okay, komm, dann lad auf. Ja, ich krieg Giftgas ab. Ja, dann komm, mach. Ja, ja, warte. Ja, ja, mach, mach. Ey, wieso kann er laufen? Was machst du denn morgen? Natürlich, ich bin 45. Ich hab ihn umgebracht. Aber ich hab ihm 90 abgezogen. Ja, aber ich bin der Gott. Halb. Also nein, noch nicht. Noch bin ich ein Dreiviertel-Gott, glaube ich. Bist du schon wieder da zu diesem Kack und die Waffe verbessern? Hab ich mal keine Lust zu. Ich auch nicht. Machen wir 4 Jahreszeiten bald. Und dreimal weiter geht's. Bogenorb! Auch gar nicht so wichtig, die Waffe, aber ich würde gerne alle verbessern. So, mal sehen, was Aquaria zu sagen hat. Ja, der ist auf einmal da, ja? Das erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten. Keines der Monster, das sie nach Pandora geschickt haben, ist noch am Leben. Das hier habe ich übrigens gewonnen. Müssen sie verloren haben. Schwertorb. Verdammt. Petschnau. Saffe, die Zeit rennt uns davon. Ich werde schon einmal nach Hause gehen und dort nach dem Rechten schauen. Natürlich. Wahrscheinlich ist bei dir zu Hause irgendwas passiert, richtig. Wahrscheinlich im Bett, während du den Fernseher am Laufen hast und irgendein Display von Sui Shumaku guckst. Denk dran, reaktiviere erst dein Schwert, um dann die Mana-Festung zu bezwingen. Das Knoni-Reisebuch am Quelldorf kann dich ins Hochland befördern. Geht. Mutter der Highlander? Benutze das Schwert, um den Mana-Samen wieder zu versiegeln. Ja, warte, ich mach. Oh, ich bin Stille. Besoffen. Benutze das Schwert, um den Mana-Samen wieder zu versiegeln. Okay, jetzt darfst du. Danke. Wieso stichst du denn eigentlich einfach ab? Den Mana-Samen? Ja. Der fliegt ja weg.
Machst du das auch? Ach, egal. Dunkelmächte sind unter dem Mana-Samen, hey, um sie zu besiegen! Musst du sofort das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste dieser Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert berührst. Geh zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Luna zu treffen. Nee, hilft dir weiter. Okay. Wieso ist Luna ein Mann? Komm mit. Wieso ist Luna ein Mann? Wieso ist Luna ein Mann? Warum denn nicht? Luna kann von mir so eine Katze von Sailor Moon sein. Aber Luna heißt Luna. Das darf kein Mann sein. Warum? Weil der Luna heißt. Ja, Sol. Ja, Sol ist klar. Komm, aber Sol. Aber Luna klingt so Mädchen. Ja. Du bist nur von Sailor Moon geprägt. Du kennst nämlich Luna nur als weibliche Person. Nein, ich kenne Luna nur, weil der Name endet auf A. Natürlich. Jafar klingt auch weiblich. Jafar auch, ne, von Aladdin. Ja, das stimmt. Der ist auch weiblich. Okay, wir müssen gucken, wie wir... Sogar Elektra ist ein Kerl. Elektra, hallo. Ah, ich weiß wieder, wie wir ins Feldorf kommen. Ich will nicht rückwärts also gemacht haben, um ihn auszuweichen. Nein, das ist meine Pflanze, ich werde sie umbringen. Du könntest auch warten, bis du da die 100 stehen hast, um dann Damage zu machen. Geht auch. Alter. Hab ich gerade, aber die Attacke ging daneben. Danke, ungefähr. Sturm. Ja, ich weiß. Tot, zack. Ja, das ist Damage hier. Hallo, wo bin ich? Deine Bürstchenwaffe, da ist diese 5 ab. Ja, hast du gesehen, ich hab der Attacke widerstanden. Ja, zack. Das ist ein Boden-Pokémon. Mhm. War das eine Elektro-Attacke? Sache widersteht die Attacke, was? Moment. So! Ist das die Urkunde? Okay, alles klar. Hochland! Warum sind die Typen eigentlich klein? Geht durch den Vierjahreszeitenwald, um ins Hochland zu kommen. Auf in die Kanone! Und der Vierjahreszeitenwald hat mit den schönsten Theme hier, wie ich finde. Echt? Läuft ja. Da Musik? Nee. Wieso machst du jetzt so eine seitliche Rolle? Das ist echt nicht fair. Eigentlich nicht, ne? Hast du schon wir fliegen recht. Jetzt auf den Baumstumpf und werden auf. Bam! Toll. Dürfen wir die umbringen? Geh vor, Jesse, du kennst dich doch besser aus, oder? Blablabla, Oma, blablabla, ich bin auf meinem Kopf gelandet. Kopf? Meinst du damit einfach die große Beule auf deinem Hals? Haha, Beule. Zap, 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 die Puh. Hör auf, das ist bestimmt der Brunftschrei dieser Zöpplermännchen. Blablabla, Blödsinn, er weint. Blablabla, minus Monster, haben wir noch überfallen. So. Genau. Oh, guck mal, klar, da bin ich. Ja, das bist echt du. So viel steht da nicht, hallo. Die Leute, wir könnten lange mehr aufnehmen, aber Sui ist sich mit dem Minus da, mit dem Zaplam unterhalten. So, wir müssen da runter. Denk einen Apfel am Baum, ey. So, okay, hier ist Turbopuschel. Achtung, Achtung! Die sind stark. Nein, die sind rosa. Ja, darf nichts zu tun. Die Bäume, ja, ne, die sind rosa. Ja, Energiesog, Level 1, zack. Warum lässt dich doch treffen? Das ist ganz schlecht von dir. Wieso? Oh, und tot. Aber nein, die sind nicht stark, weil die sind ja rosa. Oh Gott. Aber Jesse ist ja vorsichtig gerade. Ach, komisch. Kurose Blume. Ja, die kannst du genau. Geh die killen, genau. Die greift mich nicht an, was soll das? Ja. Ey, da unten war Luffy, ja. Zack. Was? Dort fliegt ein Drache. Komm mal mit. Was, da fliegt ein Drache lang. Ja, der fliegt doch später noch. So, ich glaube, jetzt sind die nämlich hier weg, die Zappler, ne? Nein. Also ich weiß noch, was wir machen müssen, aber... Ach doch, das schaffen wir noch. Wir müssen... Ja. So, wir gehen mal gerade bei Raffi speichern. Achtung, Torbopuschel, die können nichts. Ja, die sind nämlich rosa, ich weiß. Schönes Wetter heute. Wir könnten ja auch neue Klamotten kaufen, glaube ich. Aber machen wir noch nicht. Das mache ich nämlich erst, wenn ich Elektra habe. Ja. So, komm mit. Wir müssen, glaube ich, in den Sommer. Oder was, Herbst? Oder was, Frühling? Ich weiß es nicht. Du wirst mir noch eines Tages dankbar dafür sein. Für alles hier. Wieso bezweifle ich das? Ja, das zum Beispiel. Oder das. Oh. Guck mal, siehst du? Guck mal. Das hätte ich jetzt nicht machen können ohne diese Aktion. Du wurdest fast komplett geheilt. So, Achtung, war das hier? Also ich weiß noch ungefähr, wo wir hin müssen und was wir machen müssen. Das ist jetzt Winter. Eine Rätselaura. Ja, genau. Das ist Winter, wie man sieht. Hallo, es ist doch nur eine verdammte Fick-Rätseleule. Wie kann die mir so viel Schaden machen, Alter? Kommst du von dem Baum da?
Guck mal, da sind wieder die Blumen. Warum kannst du die eigentlich hier umringen? Ja, das ist der Affe. Warte, den Baum. Da ist ein Mann. Ja, ja, das ist der Berti. Was ich weiß nicht, was du gerade machst. Ah, okay. Hallo, ich muss aber mal raus aus der Höhle. An die Luft. Okay, hier können wir unsere Waffen verbessern. Ich weiß noch, was ich in dem Part schaffen will. Das ist das Problem. So, Bogen. Peitsche. Ich glaube, davon haben wir zwei, ne? Ne, doch nicht. Kettenpeitsche. Sonst glaube ich nichts. So. Müssen wir hier lang? Ne. Also ich weiß, irgendwo gibt es das Minusdorf. Minus. Das ist ein Minusdorf. Wird da gerechnet? Ja. Können die denn alle nur subtrahieren? So, komm mal mit. Gut, dass du das einfach ignorierst. Das ist ja, glaube ich, so. Säureregen, Level 1. Zack, daneben. So, war das hier oben zufällig? Nee, aber hier unten ist ein Orbschalter. Aber da kommen wir nicht weiter. Aber hier ist ein Stachelkriecher, oder wie er heißt. Keine Ahnung. Die sind auch schwach, oder? Nee. Ich sehe jetzt zeige ich dir, wie die schwach sind. Mir, tot. Ah, okay. Da sind die ja echt schwach. Ja, ein Orbschalter. Da kommen wir nicht hin, weil wir da Elektra brauchen. So, wir müssen irgendwo das Zapplerdorf finden. Ja, genau. Wir sind schon die ganze Zeit da? Nee, ich, Oder ist der Mana-Drache? Vielleicht, ja, fast. Vielleicht müssen wir aber auch einen dieser Zappler erst ansprechen. Das könnte auch sein. Also, ich weiß noch, dass das... Moment, komm mal gerade mit. Ups, da ist was. Siehst du, deshalb ist die Gaslanze so hilfreich. Hey, Schokolade, cool. Boah, jetzt hätte ich auch Bock auf Schokolade. Ich irgendwie gar nicht, aber ist nicht schlimm. Müssen wir mit irgendeinem Zappler reden? Zap, zappi, zup. Nein. Zap, zappi, zup. Ich, wie gesagt, ich weiß... Zap, zappi, zup. ...was wir zu tun haben. Zu denen ansprechen. Zap, zappi, zu. Copy-Paste, ne? Ja. Zap, zappi, zu. Zap, zappi, zu. Nee, okay, dann wir müssen auf jeden Fall dieses Minusdorf finden. Ich meine eigentlich, dass das hier nicht so weit weg wäre, aber es, naja. Okay, komm, lass die einfach, über die kümmere ich mich. Ah. Hoffentlich bringt er dich um. Nein, ich lebe noch. Weil ja, ich noch. Frau bin. Noch. Okay, jetzt gehen wir hier nach oben. Ah ja, hier ist das Zapplerdorf. Oh, Alter. Du hast ihn umgebracht. Ich hab Bock, was den Affen hatte. Blablabla. So, irgendwie ihre Dreckschleuder. Hä? Ja, das ist der tolle Igel, ja. Boah, das ist für alles, was du mir angetan hast. Moment, tue ich mich dauernd irgendwo Sachen an? Nein, er hat mir auch das Wort angetan. Also darf ich ihn verprügeln. Achtung, Achtung, davon sollst du dich in Acht nehmen. Wir könnten zwar leicht mit Magie killen, aber. Warum können die Schaufler? Das ist nicht fair. Als Boden-Pokémon. Ich bin meine Attacken daneben. Ach, weißt du was, ich hab keinen Bock mehr. Jesse kümmert sich jetzt drum. So, das geht. Dann können wir nämlich den Part hier gleich beenden. Und ich gehe damit. Cool, ne? Geil. Und dann tot, oder? Ja, fast. Fast. Oh nein. Ach, Leute. Ist doch kacke jetzt. Bring sie um. Okay, warte. Jawohl. Ich hab ihn ermordet. Ich hab ihn ermordet, weil ich der Beste bin. Jetzt, Achtung. Bam. Pass auf jetzt. Ja, genau. Ja, alle machen hier irgendwie mehr Schaden, außer ich. Ich verstehe auch nicht, warum du das so einfach entkommen lässt. Mal hier. Bam. Ich habe ihn wieder umgebracht. Ja, okay, jetzt bin ich dran. Nein. Ey, du Affe! Das sollte ich! Oh, du Arsch! Komm, hier ist nichts mehr. Zapper können jetzt wieder in ihr Dorf zurück. Ja, ja. Können sie später machen. So, Moment. Den müssen wir ansprechen. Blablabla, mein Kopf. Ich, aua. Hey, alles okay? Blablabla, ich hab wieder. Ich kann mich noch alles erinnern. Die Reihenfolge der Fiasse hat das hier jetzt alles Lösung. Ja. So, hier gibt's eine Grafik. Sie haben. Axt. Schön. Ich glaube, hier gibt es einen Klauenorb. Ja, wir können mal gerade gucken, was jetzt hier noch zu kaufen gibt, weil leveln werde ich jetzt ein wenig, ups, ja, speichern wollte ich übrigens. Leveln werde ich nämlich jetzt hier auch ein wenig die Waffen auf Vordermann bringen. Was die Orbs angeht, weil da können wir wieder einiges machen. Haben wir. Hey, die ist neu. Für euch. Mhm. So.
einmal. Oh, 400. Ja, aber hier können wir noch kaufen. So, damit müssen wir alles haben. Nein, nichts mehr. So, schnell noch anziehen und dann hören wir auf. Das sollte klappen. Ich mach's schon mal aus. Ihr hört ihr? So, du kannst jetzt noch die andere Uhr anziehen. Die andere. Ja, siehste! Die Mütze anziehen und dann können wir aufhören. Geht. Okay, Leute, ich sage an der Stelle danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier drinnen wieder. Bisschen was mehr gelevelt. Nicht viel, ein bisschen. Und dann holen wir uns Elektra. Leute, ich sage danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge von Secret of Mana im Hard Mode. Tschüssi! Tschüss!